Selbstbestimmt mit der Philosophie der Stoa, mit Stoizismus gegen schwierige Menschen und Narzissten vorgehen. Stoizismus oder die Philosophie der Stoa ist eine klassische philosophische Denktradition, die in der Antike ihren Ursprung genommen hat. Mit Philosophen wie Epiktet, Seneca, Cicero und Marc Aurel strebte der Stoizismus die Selbstbestimmung, die Autarkie des Individuums an. Doch Selbstbestimmung war kein konsumierbares Gut, sondern das Ergebnis von Selbstdisziplin. Freiheit durch Selbstdisziplin, durch die Schulung des eigenen Charakters, war insofern die praktische Ethik der Stoa. Höchstes Ziel für den Stoiker war die Seelenruhe, die Ataraxia. Wie man durch Selbstdisziplin, durch Selbstbeherrschung Selbstbestimmung erlangt, keines Menschen Sklave, keines Menschen Diener und auch den Umständen nicht ausgeliefert sein kann und bei allem in der inneren Balance bleibt, also die Seelenruhe verwirklicht. Das war Glück für den Stoiker. Glück nicht im Sinne von Zufall, sondern von Gelingen. Der Umgang mit schwierigen Menschen ist nun das, was uns gewöhnlich am meisten aus dem Gleichgewicht bringt. Und gerade der Umgang mit Narzissten kann unseren Seelenfrieden, unsere Ataraxie ganz besonders bedrohen. Zugleich ist unsere Selbstbestimmung durch die problematische Umarmung mit einem Narzissten tatsächlich oder im übertragenen Sinn sehr stark gefährdet. Narzissmus zeichnet sich symptomatisch durch ein grandioses Selbstbild und entsprechend gesteigerte Geltungsansprüche an die Umwelt aus. Narzissmus wird ferner deutlicher qualifiziert durch die sogenannten 5 E des Narzissmus, die der Psychologe Reinhard Haller formuliert hat. Egozentrik, Eigensucht, Empathiemangel, Empfindlichkeit und Entwertung. Egozentrik bedeutet, der Narzisst ist unfähig, eine andere Perspektive einzunehmen als seine eigene. Eigensucht bedeutet, sein Verhalten ist ausbeutend. Es ist ein Nehmen, kein Geben und nicht auf einer gesunden Wechselwirkung zwischen Geben und Nehmen beruhend. Empathiemangel bedeutet, der Narzisst kann sich nicht mit Mitgefühl in andere Menschen hineinversetzen und versteht auch nicht, was sein manchmal verheerendes Sozialverhalten bei anderen Menschen auslöst. Empfindlichkeit ferner heißt, dass das grandiose, übersteigerte Geltungsbedürfnis des Narzissten keinerlei Kritik verträgt und sogar bei ganz sachlichen Anmerkungen einen persönlichen Affront, einen persönlichen Angriff vermutet und entsprechend überreagiert. Die Entwertung ferner ist eine klassische Strategie des Narzissten, um das eigene Ego auf Kosten anderer aufzuwerten. Ein Narzisst sieht jede Aktion im Sozialen, jede Begegnung, jede Interaktion, jede Kommunikation als ein Rollenspiel an, in dem es um eines geht, den Machtgewinn und Machterhalt für ihn selbst. Entwertung ist insofern ein Mittel zum Zweck, in dem der Narzisst sein Gegenüber entwertet, wertet er sich selbst auf und bewahrt sein grandioses Ich, insbesondere wenn er kritisiert worden ist. Wenn Sie es nun mit Menschen zu tun haben, die nicht nur in einer einzigen Situation, sondern kontinuierlich immer wieder über verschiedene unterschiedliche Situationen hinweg dieselben Verhaltensmuster zeigen, die mit den 5 E des Narzissmus identifizierbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie es tatsächlich mit einem Narzissten zu tun haben. Doch sagen Sie es ihm nicht, denn er wird diese Aussage sofort als Angriff auf sein grandioses Ego werten und sich selbst zum Opfer machen. Gehen Sie lieber mit der Philosophie der Stoa, mit der Weisheit des Stoizismus, mit Narzissten um. Wie das funktioniert, sage ich Ihnen jetzt. In der Stoa gibt es 7 Lebensregeln, die allgemein gültig sind für unterschiedlichste Lebenslagen und Kontexte, doch sie sind insbesondere auch im Umgang mit schwierigen Menschen wertvoll. Wie sagt man doch, lernst du den Menschen kennen, lernst du dich selbst kennen. Das bedeutet, durch die Fremderkenntnis wird ihnen auch immer wieder Selbsterkenntnis zuteil. Und auch ein anderer Spruch trifft zu, fragst du nach der Kunst zu leben, lern mit Narr und Sünder leben. Mit dem Weisen und dem Guten wird es sich von selber geben. Nun ist gerade der Narzisst weder weise noch gut. Und mit ihm wird sich
die soziale Begegnung nicht von selber geben, in dem Sinne, dass er sein Verhalten verändert. Sie müssen ihr Verhalten und ihre Einstellung ändern, um ohne Schaden und weiterhin selbstbestimmt in der Interaktion zu bestehen. Das funktioniert durch die Anwendung der folgenden 7 Regeln. Die erste stoische Lebensregel klingt etwas drastisch und sie ist doch nicht weniger wahr. Memento mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Unser Leben ist Zeit. Die Ontologie, also die Seinslehre in der Philosophie, setzt Leben mit Zeit gleich. Und das stimmt auch. Sie sind in gewisser Weise die Summe ihrer Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Überlegen Sie genau, welche Menschen das Privileg verdienen, ihre Zeit beanspruchen zu dürfen. Ihre kostbare, dem Leben gleichgesetzte Substanz. Geben Sie dem Narzissten niemals mehr Zeit als unbedingt notwendig und kalibrieren Sie Ihre sozialen Kontakte, also wählen Sie Ihre sozialen Kontakte selektiv aus. Niemand wird Ihnen diese Arbeit abnehmen, doch Sie selbst werden mehr Lebensqualität haben, wenn Sie Ihre Zeit bevorzugt nicht mit Menschen mit symptomatisch schwierigem, ausbeutendem Verhalten teilen. Sind jedoch Kontakte mit Narzissten unvermeidbar, so ist die radikale Limitierung der Zeit eine Notwendigkeit. Und wie Sie diese limitierte Zeit dann noch nutzen, um sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen durch die destabilisierenden Verhaltensweisen des Narzissten, das zeigen die weiteren stoischen Regeln. Regel Nummer 2, Nosce te ipsum, erkenne dich selbst. Das wiederum bedeutet, Ihre Selbstwahrnehmung ist wichtig und auch Ihre persönliche Anschauung und Gefühlswelt spielt eine Rolle, denn der Narzisst wird versuchen, Ihnen genau das auszureden. Er wird die Technik des Gaslightings anwenden. Er wird Ihnen also suggestiv und manipulativ unterstellen, dass Ihre Wahrnehmung falsch ist. Unter Gaslighting versteht man manipulative Kommunikation, die nur darauf aus ist, das Gegenüber in seinen eigenen Wahrnehmungen zu verunsichern. Typische Gaslighting-Sätze sind: Das hat nie stattgefunden, das bildest du dir nur ein, du bist viel zu empfindlich, du reagierst immer über, du machst ein Drama aus allem und so weiter. Wenn Sie es mit Narzissten zu tun haben, die gewohnheitsmäßig Gaslighting anwenden, ist Ihre Selbstwahrnehmung gefährdet. Irgendwann fragen Sie sich, habe ich das wirklich erlebt? Hat er nicht vielleicht recht? Bin ich nicht zu empfindlich? Nosce te ipsum, die stoische Regel, besagt hier, bleiben Sie sicher in Ihrer Selbstwahrnehmung. Lassen Sie sich nicht irre machen vom Gaslighting. Und wenn Konfrontationen unvermeidbar sind, versuchen Sie einen Zeugen mitzunehmen, der im Nachhinein auch bestätigen kann, dass Ihre Wahrnehmung stimmt. Dritte stoische Regel, te ipsum continens, übe dich in Selbstbeherrschung. Das ist besonders wichtig für Opfer von Narzissten. Wenn Sie den Kontakt mit einem Narzissten nicht vermeiden können und darunter leiden, wie er mit seinem entwertenden, überempfindlichen und von Empathie völlig freien Verhalten mit Ihnen umgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie über kurz oder lang eine Überreaktion zeigen, stark emotional werden, sich in einer drastischen Weise abgrenzen, weil einfach Ihre persönliche Würde verletzt worden ist. Te ipsum continens, übe dich in Selbstbeherrschung, ist hier wichtig. Mit Selbstbeherrschung vermeiden Sie die Fallen, die der Narzisst Ihnen stellt. Ein typisches narzisstisches Verhalten ist nämlich, Sie zu exponieren, wenn Sie stark auf Entwertungen und Verletzungen reagieren, Sie als den Täter darzustellen und selbst das Opfer zu spielen. Wenn Sie also provoziert werden durch das narzisstische Verhalten. Und dieses kann oftmals als eine Serie von kleinen Nadelstichen angesehen werden, die immer wieder ihren eigenen Selbstwert in Frage stellen. So reagieren Sie bitte nicht stark auf die Provokation. Das bedeutet nicht, nehmen Sie alles hin, sondern es heißt, üben Sie sich in Selbstbeherrschung, insbesondere in Situationen mit Öffentlichkeit, damit der Narzisst nicht sein bevorzugtes Spiel aufführen kann. Er ist das Opfer. Vierte stoische Regel. Initiis obsta, wehre den Anfängen. Narzisstisches Verhalten entsteht nicht aus heiterem Himmel. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, die im Grunde auf einer Entwicklungsstörung in der Kindheit basiert.
Wenn Sie mit einem Narzissten zu tun haben, erkennen Sie bestimmte auffällige Verhaltensmuster in der Regel schon in den ersten Interaktionen. Es dauert nicht lange, bis ein Narzisst sein wahres Gesicht zeigt. Umso wichtiger ist es für Sie, sich über dieses Störungsbild zu informieren, damit Sie entsprechende Abweichungen vom Normverhalten und von der Normwahrnehmung schnell einschätzen können. Ein Mensch, der gewohnheitsmäßig egoistisch, eigensüchtig, unempathisch, überempfindlich und entwertend ist, der zeigt das sehr früh. Und Sie sollten mit der stoischen Regel Initiis Obsta während den Anfängen solchen Warnzeichen viel Gewicht beimessen. Erkennen Sie einen Menschen, der sich schon beim ersten, zweiten, dritten Treffen oder bei der ersten Interaktion in dieser missbräuchlichen Weise zeigt, so sollten Sie ihm nicht die Zeit geben und sich nicht von einem möglichen Potenzial der Begegnung oder des Kontaktes in Ihrer eigenen Wahrnehmung missleiten lassen. Solche Warnzeichen sind ernst zu nehmen. Initiis obsta, während den Anfängen. Das bedeutet also, dass Sie sich nicht von der Verblendung eines möglichen Verbesserungspotenzials im Umgang mit Narzissten Ihrer Lebenszeit berauben lassen. Fünfte stoische Regel. Nil Mirari, wundern Sie sich nicht. Sich nicht zu wundern ist im Umgang mit Narzissten sehr schwierig, denn das Verhalten der Narzissten ist oftmals so seltsam, so unpassend, so situativ unangepasst, dass es geradezu bizarr wirkt. Natürlich wundert man sich über ein Verhalten, mit dem man nicht rechnen konnte, weil es auf keine sachliche Situation reagiert. Doch für den Narzissten sind viele Verhaltensweisen symptomatisch und völlig einleuchtend, die für den Normalbürger, der ein gesundes Sozialverhalten zeigt und eine nicht eingeschränkte Wahrnehmung hat, völlig abgründig wirken. Verhaltensweisen wie beispielsweise besondere Anlässe ruinieren, schikanös kommunizieren, den anderen in eine Schieflage bringen und ihn strategisch in die Falle locken, sind ganz typische narzisstische Verhaltensmuster. Nil Mirari heißt hier, wundern Sie sich nicht, dass der Narzisst das Verhalten zeigt, das sein eigenes Störungsbild nahelegt. Wenn Sie mit einer Schlange zu tun haben, wird die sehr wahrscheinlich stechen, denn das ist das Verhalten einer Schlange. Selbst wenn Sie sie in Watte wickeln und in Ihrem eigenen Haushalt aufziehen möchten, eine Schlange ist eine Schlange und ein Narzisst ist ein Narzisst. Nil Mirari bedeutet hier, wundern Sie sich nicht über symptomatisches Verhalten, informieren Sie sich darüber, damit Sie besser vorbereitet sind. Und mit der Zeit kann die Einstellung der Nichtverwunderung, der Unbeeindrucktheit auch dazu führen, dass Sie die Muster wiedererkennen, die sich stereotyp wiederholen, so auffällig und unangemessen das Verhalten auch sein mag. Und das wiederum gibt Ihnen die Selbsterkenntnis des Unterschieds zum Narzissten und die Fremderkenntnis über den Narzissten. Du bist eigentlich ein sehr eingeschränkter Mensch, denn du hast keinerlei Flexibilität in deinem Verhalten und du nimmst andere Menschen und Situationen gar nicht wahr. Sechste stoische Regel: Accipe mutationem, nimm Veränderungen an. Diese Regel bezieht sich im Umgang mit Narzissten nicht auf Narzissten, sondern auf uns selbst. Denn der Narzisst ist aufgrund seiner krankheitswertigen Störung meist nicht in der Lage, sein eigenes Verhalten anzupassen und entsprechend zu verändern. Wir haben es also, wie wir in der fünften Lebensregel bereits gesehen haben, mit einem wiederkehrenden Set zwar bizarrer, aber für den Narzissten symptomatischer Verhaltensweisen zu tun und hier zu hoffen und zu glauben, dass es sich verändern wird, ist illusorisch. Accipe mutationem, das sechste Gesetz der Stoa, bedeutet im Umgang mit narzisstisch gestörten Menschen, nimm deine eigene Veränderung an, indem sie sich zugestehen, sich zum Narzissten anders zu verhalten, sich von ihm abzugrenzen, ihm wenig Zeit zu geben, seine manipulativen, suggestiven Verhaltensmuster zu durchschauen und möglicherweise, wenn es eine große soziale Situation ist, auch andere sachlich aufzuklären. Dann sind sie in einer guten Position und haben die Veränderung hervorgebracht, die nur sie bringen können, denn der Narzisst wird sie nicht an den Tag legen. Sie sind in diesem Fall ganz pragmatisch wirklich die Veränderung, die sie im Leben sehen wollen.
Siebte stoische Lebensregel im Umgang mit Narzissten. Amor fati, liebe dein Schicksal, nimm dein Schicksal bedingungslos an. Das bedeutet nun gerade im Umgang mit einer Persönlichkeit, die Täteranteile hat und manchmal sogar wirklich zum Täter wird im deliktischen Sinn, nicht nimm alles hin. Keinesfalls soll mit Amor fati, liebe dein Schicksal gesagt werden, dass sie sich zum Opfer von Narzissten machen lassen sollen. Amor fati, Schicksalsliebe, bedeutet hier etwas ganz anderes. Sie sollten die Begegnung mit einem Narzissten als einen Anstoß zum eigenen Lernen ansehen. Es ist ein Lernfortschritt, wenn Sie es mit Personen zu tun haben, die ganz anders denken, fühlen und handeln als der Großteil der seelisch gesunden Bevölkerung. Sie können dadurch sehr viel Weisheit gewinnen. Und Weisheit ist neben Mäßigung, Gerechtigkeit und Tapferkeit eine stoische Tugend. Nehmen Sie den Narzissten als Steigbügelhelfer für Ihre eigene Erkenntnis an, für Ihren eigenen Lernfortschritt. Das bedeutet nicht, dass Sie sich von ihm manipulieren lassen oder dass Sie auf Eierschalen wandeln, um seinen Launen auszuweichen. Nehmen Sie die Begegnung mit einem derartig neurotisch gestörten Menschen als ihre eigene Wachstumschance an, grenzen sie sich ab. Das sind die sieben stoischen Regeln im Umgang und in der Anwendung auf schwierige Menschen und Narzissten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Zukunft die stoische Gelassenheit und den Seelenfrieden auch in solchen Kontexten bewahren können.